So, es ist passiert. Mein Fahrrad kommt. Oh, ich sehe schon da hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Nach so langer Wartezeit, es ist angekommen, das Bropane Ekano. Hier stehen schon mal coole Sachen, das finde ich sehr gut. Pain is temporary. Geil. Glory lasts forever. Und das ist doch das Motto. Ich kann es echt nicht glauben, es ist mein Traumbike. Es ist super teuer, in der Konfiguration circa um die 7000 Euro. Hey, und ich kann es echt nicht erwarten, es zusammenzubauen. Und ich lasse euch natürlich teilhaben dabei. Ja, schmatz mal nicht lange um den heißen Brei. Hey, bauen wir dieses scharfe, tolle, mega geile Rad zusammen. Hey, let's go, Jungs. Okay. Zu meinen absolut guten Freunden, den Alex und den Erik, die mir dieses Bike fachgerecht montieren. Let's go. Ich möchte Danke sagen. Und die Spannung steigt. Hier ist das Bropane Ekano. So, hier haben wir das gute Stück, das Bropane Ekano, das ist ein deutscher Hersteller. Die sitzen am Bodensee, verhältnismäßig kleine Firma. Ich habe mich für das entschieden. Und hey, in echt, es schaut 10-mal krasser aus als im Internet. Ich habe es quasi blind bestellt, habe natürlich viel mit denen telefoniert. Wirklich, Bropane, toller Support, die konnten immer helfen. Und das Rad, ich bin es 2-mal jetzt gefahren, das ist ja leider Winter. Es ist der Wahnsinn, der Shimano-Motor, der kleine Akku, es ist, oh, ich kann es nicht glauben, es ist, wow, oh, geil, oh, Schatzi, oh. Da kommt das Gesocks mit dem Pfand. Ich glaub's auf, ist nicht gut, Junge. Ich will es nicht übertreiben, ich habe da auch schon Exzesse gemacht mit der Sauferei, wisst ihr, Bier und aber andere Sachen schon getrunken, ich habe schon alles gesoffen, gell. Abonnieren und liken. Ja, Junge, Adrian. YouTube, Jungs! Klaus Kinski lebt. Das ist Klaus Kinski. Da bringst du Bernoni, bitte. Klaus Kinski lebt. Und hören Sie mir jetzt, und unterbreche ich mich nicht ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Heute aus dem wunderschönen München. Wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Wir holen das Equipment und meinen Chef ab. Die landen jetzt irgendwann um 10.30 Uhr aus Colorado von den X-Games. You're oh so bright for the 19-year-old. I really like that piece, because he talks about, you know, having to spend a lot of time on snow, and the more time you spend on snow, the better you get. That's how you possess that frontboard pretzel and that switch backside 270 pull. That is hours and hours and hours and hours and hours of doing that. Okay. Ich sitze jetzt in der S1 und man kann eigentlich gar nicht glauben, dass die immer noch eine Stunde zum Flughafen braucht. Also von da aus, wo ich wohne, braucht man 2 Stunden zum Airport. Aber naja, der Cappuccino, der überteuerte Cappuccino ist am Start und ja, jetzt schauen wir uns noch diese wunderschöne Stadt an. Und ich kenne euch bei Nausen ja, deshalb gibt es einen kleinen Style-Check. Vans Skate High gehen immer. Gelbe Vans-Socken. Slit ist einfach nice. Freshe Volcom Pant. Burton AK. Jacke. Mütze.
Style hat man oder halt nicht. Ich habe ihn halt. Ah, ich habe noch was vergessen. Ich habe natürlich nur so ein stylisch Hemd hier drunter. Ich meine, wer kann, der kann. Ich kann. Im Grunde bin ich eigentlich kurz vorm Model. Aber hey, lass mal das jetzt raushängen. Die gleiten mir halt gut und schau fresh aus. Und ja, so ist es. Ja. Endlich angekommen am Flughafen. Es wird auf jeden Fall gleich mal Zeit für einen neuen Kaffee, denn Kaffee ist gut. Es wurden 2 große Cappuccino für 9 € erworben. Gute Nacht. Erzählt ihr mal, was da alles dabei ist immer auf den Events. Und die sind randvoll, die sind sackschwer. Plus Boardbag, also das ist schon einiges. Also jeder wiegt mindestens 30 Kilo. Dann hier die Nook Stations, 3 Stück. 1, 2, 3, 4 Cases plus Boardbag. Ja, da geht was, da geht was. Ich komm schon. Ich bin doch schon da. So, ich war jetzt gerade noch einkaufen, denn es geht zu meinem absolut verehrten Homie, den Fluri, der hat halt Geburtstag. Und das Geschenk habe ich ihm diese Flasche Wein und San Miguel Sixer gekauft. Ich trinke erst seit erstem nichts mit einem Straight Edge. Ist übrigens ziemlich geil, kann ich nur empfehlen. Mal Alkoholpause. So, was haben wir noch? Wir haben nur gesunde Sachen eigentlich. Ja, okay, ein bisschen für den Spezi, den tun wir weg, aber der muss auch sein. So, wir haben Bio-Bananen. Let's go. Muss sein. Und für die nötige Power haben wir Ingwer und Zitronen, damit die Vitamine auch in den Körper reinkommen. Ist ja ganz logisch. So, zack. Was haben wir noch? Wir haben nur Käse. Muss einfach sein. Man braucht Käse. So, Käse ab in den Kühlschrank. Was haben wir noch? Wir haben Thunfisch. Das ist einfach gutes Zeug. Proteine, ein bisschen Power, ein bisschen Testo reinfuttern. Wie Kollege der Boss sagen würde, denn wir sind Bosse. So, räumen wir das ein. Ich habe übrigens ziemlich viele Lebensmittel. So, dann haben wir natürlich die gute Berchtesgadener Bauernmilch. Ganz klar. Habe ich hier auch in der Bio-Variante, aber die gibt es leider beim Netto nicht. Die ist besser. Ich bin Milchsommelier. Bei Milch braucht mir keiner was erzählen. So, wir haben hier Duftkerzen, weil ich liebe Duftkerzen. Eine tun wir gleich weg. Eine tun wir in den... Ach, der Duftschrank ist hier. So, hier ist mein Teelichtvorrat, meine Kerze. So, dann haben wir Toastbrot, aber natürlich Vollkorn. Ne, das Weiße ist ja absoluter Müll. So, aufgeräumt hier. Meine Red Bull-Sammlung, so. Und jetzt machen wir gleich einen Style-Check. Ich suche mal ein cooles Outfit raus für den Geburtstag. Und ja, dann werden wir da hinschauen. So, meine Allerjüngsten, ich habe jetzt mein Outfit nochmal komplett gechanged. Also, wer nicht mindestens einmal am Tag ein Outfit-Change macht, der ist ja wirklich komplett lost. Und ich möchte euch jetzt einfach mal hier nur so meine modische Zusammenstellung zeigen. Also, wir fangen am besten unten mal an. Ich habe hier so Retro-Fila-Socken. Und die Kyle Walker Vans Pro Edition ist ja ganz logisch, die reflektierenden. So eine Volcom Stoffhose, etwas lockere geschnitten, aber die sitzt wirklich extrem nice. Und natürlich haben wir den Habit Triangle Hoodie. Wir haben die Supreme, Original Supreme. Hier, ihr könnt, ist einfach eine originale. Wo ist es hier? Das ist eine originale Supreme Baggy, die wahrscheinlich mehr wert ist als euer ganzes Outfit. Sheesh. Und wir haben hier eine Volcom Wendejacke, also wir können die hier so nice, so schwarz machen oder so beige, wenn wir da keinen Bock mehr drauf haben. Und ja, hey, wenn ihr auf jeden Fall mehr ein bisschen hübschere Mädels daten wollt, so neben eure gewamperten Kia, dann befolgt mir Adri Style Tipps. So, das ist heutzutage in. So, und was nehmen wir für Parfum? Nehmen wir Gucci, Cartier oder Karl Lagerfeld? Ach, ich entscheide mich für Karl Lagerfeld. Ja, lassen wir mal unkommentiert, aber es gibt gute Neuigkeiten. Eine neue Folge von Adri kocht, und zwar machen wir Pfannkuchen, natürlich nur mit hochwertigen Bioprodukten. Das ist der Shit. Das ist besser als Nutella, Glas Milch dazu. Jeder, der sagt, dass Nusspli schlechter ist als Nutella, komplett Lust, komplett. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in der Arbeit und wie ihr seht, das ist alles absolut voll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Wetter ist scheiße. Was ist das eigentlich für Winter? Was ist das für ein Winter? Und natürlich wird hier das Brand represented. Mit Cases, die durch die ganze Welt gehen.
ein neues Startgate. Ohne Ende Koffer. Wir arbeiten jetzt was. Denn nur der Fleiß ist heiß und dann kriegst du einen Preis. Alles andere ist der größte Scheiß. Let's hey go. So, ich arbeite gerade an so Motocross Startgates und ich werde sie aus magischer Hand fallen lassen. In genau 3, 2, 1. Das war cool, oder? War das cool oder nicht? Ich bin wirklich sehr beeindruckt, als mir meine nieuwsten roten Haare so bergen stehen. Oh my god, Spider-Man was here! And Ron Weasley is also there! Meine voorvaren komen aus Ierland uit de jaar binnen ik zeg tof drauf. Darling, you. Das war ja nicht bei mir. Okay. Wenn das nächste Mal die Tür aufgeht, dann ist er von vorne. Jetzt wird es schon mal Zeit für alkoholfreies, weil ich trinke ja nichts mehr. So, und hier zum Beweis, alkoholfrei, das Weißbier. Mucke ist natürlich am Start. Liebe Fische, was an der Stelle